So, wir sind hier in Kirkenes und hier möchte ich genau das gleiche wie ich in Tromsø. Ich möchte neue Fischarten fangen, aber auch schauen, was wir überhaupt haben. Es ist Winter. Die Einheimischen haben gesagt, im Winter fischt man eigentlich am Meer generell nicht. Es wird einfach nicht betrieben, es wird vor allem Eis gefischt. Ich will es trotzdem probieren. Mal schauen, ob da überhaupt etwas geht. Wir sind natürlich jetzt nördlicher. Wo die Fische sind, wo sie stehen, was es hat. Und danach, das nächste Ziel wäre natürlich immer noch Plattfisch zu fangen oder eine Fischart, die wir noch nicht hatten, also Steinbeißer, Heilbutt, Pollack, was auch immer. Auch wenn gewisse von diesen Arten sogar sehr schwierig sein könnten oder fast unmöglich. Wir werden sehen. Das verwirrt mich gerade etwas. Hier sehe ich, ist Stein. Und ich glaube dahinter ist Sand, weil es ist ganz weiß. Es ist natürlich sehr schwer, das in der Nacht zu sehen. Aber hier ist ganz klar Stein. Ich teste es gerade aus. Ziehe drüber. Ja, da hinten, das ist Sand. Das wäre ein absoluter Glückstreffer, wenn dort tatsächlich Sand wäre. Das könnte bedeuten, dass es dort Flundern hätte. Oder Schollen. Wäre ich ja so geflasht. Ich probiere es gleich mal aus. Ich habe leider nicht mehr allzu viele Köder für Schollen, aber jede Chance stimmt mich happy, dass es eine sein könnte. Also probieren wir es einfach mal. Ich habe wirklich die ganze Zeit Fische, also Bisse, aber keiner bleibt hängen. Also ich denke, die sind alle etwas zu klein. Aber was es ist, weiß ich immer noch nicht. Also wenn ich pessimistisch bin, sage ich, das sind Dorsche. Aber wenn ich optimistisch bin, denke ich natürlich an irgendwelche Flachfische. Jetzt habe ich etwas. Ist das? Das ist ein. Yes! Schau dir das mal an. Das ist also hier im Sand. Interessant. Nein, scheiße. Also, ich habe keine Ahnung, ob das giftig ist. Aber ich muss ihn schnell eine Zange, um ihn vorsichtig wieder ins Wasser zu lassen. Das ist ja mal okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Schaut das andere das auch. Was ist das denn? Muss ich nachher nachschauen. Vielleicht ein kleiner Seeskorpion oder so. Was auf jeden Fall ist, es ist eine neue Spezies für diesen Trip. Und darüber bin ich sehr happy. Das haben wir ja runtergefallen, das ist ein bisschen schade. Ich habe natürlich probiert, das so gut wie möglich zu lösen, dass er nicht zu lange im Schnee lag. Aber das kann leider passieren. Ah, schon wieder etwas. Er ist wieder weg. Ich benutze extra auch Haken jetzt hier, zum Großteil ohne Widerhaken oder sehr kleine. Einfach damit ich falsche Fische habe, welche ich zum Beispiel, weil ich einen schlechten Haken habe, dass ich den ohne Probleme lösen kann. Vor allem bei den kleinen Dorschen, die möchte ich ja wirklich nicht verangeln. Das ist absolut nicht das Ziel. Oder eben bei solchen Fischen, damit man sie gut lösen kann, hat aber auch den Nachteil, dass er manchmal an unpassenden Situationen fällt. Und da ich diese Fischart nicht kenne und ich mir vorstellen könnte, dass er noch giftige Stacheln hat, möchte ich ihn halt nicht direkt in die Hand nehmen. Das sind so die Nachteile. Aber wieder ein Biss. Also ich kriege hier ganz viele Bisse. Es kann einfach sein, dass hier im Sand ganz viele andere Fische leben. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass da noch ein Plattfisch darunter ist. Das wäre richtig, richtig geil. Da wäre ich absolut hyped. So, ich würde hier morgen weitermachen. Das ist für mich auf jeden Fall ein Riesenerfolg, mal eine andere Fischart zu sehen. Und ich denke, hier kann sich noch einiges machen lassen. Ich möchte morgen die Hegen herunterlassen. Mal schauen, was das bringt. Und dann weiterfahren. Vielleicht sehe ich ein bisschen mehr, wenn es ein bisschen heller ist, aber viel heller wird es auch hier nicht. Es war kalt und es war nur ein kleiner Dorsch und ein, was weiß ich, Seeskorpion. Ich muss nachschauen, was es ist. Aber für mich trotzdem ein großer Erfolg, mal etwas anderes zu sehen. Wir sehen uns später. Bis gleich. Thank you.
ist endlich mal Tag hier. Beziehungsweise man sieht mal etwas mehr. Wir haben jetzt wahrscheinlich so etwa ein 2-Stunden-Fenster, in dem man ein bisschen etwas sieht. Und ja, man sieht, dort ist wirklich Sand. Vielleicht seht ihr es auch, ich so mache. Ja genau, man sieht es. Dort haben sie wirklich sandigen oder lehmigen Boden. Jetzt sehen wir mal, ob vielleicht doch noch eine Flunder oder so mein Köder will. Ich bin sicher, das ist ein Petermännchen. Was ist es? Nein, es ist ein Dorsch. Mach mal mir. Interessant. Da war ich doch schon kurz erfreut, aber nein. Ein ganz normaler Dorsch. Hat von weitem kurzer ausgesehen. Schade. Kommt er wieder zurück. Entscheide ich, was ich weitermachen werde, ob ich weitergehen werde oder wieder zurückgehen werde, weil es ist verdammt kalt und ich bin nicht optimal angezogen. Ich wollte einfach nur schauen, ob es hier ein paar Flundern hat und irgendwie nicht. Oder Schollen oder was weiß ich. Und auch ein Skorpion-Nachläufer mir auch nicht. Der kleine Dorsch zählt für mich kaum. Und jetzt? Jetzt ist es ein kleiner Schellfisch, aber quer gehakt. Ist irgendwie reingeschwommen. Da habe ich Glück, dass ich keinen Widerhaken habe und der Haken nicht tief reingegangen ist. Sonst hätte das schlecht ausgesehen. Kann man schnell putzen, jetzt sieht man ihn dann. Der ist ordentlich dick, der hat wahrscheinlich Laich. Tun bitte schnell wieder zurück. Das Foto noch. Wenn meine Recherche korrekt ist, dann hat er Stacheln. Sie sind zwar nicht giftig, aber können natürlich entzünden, die Wunden. Deshalb probiere ich ihn, wenn möglich, nicht anzufassen, sondern einfach über den Haken zu lösen. Und das funktioniert auch sehr gut, weil ich extra einen Haken ohne Widerhaken genommen habe. Ich habe übrigens den Trick raus, und zwar habe ich herausgefunden, die Fische kommen, wenn man den Köder auswirft. Danach mache ich es einfach so, mache 2 Schläge, dann lasse ich ihn liegen. Dann bleibt er auf dem Sand liegen. Und dann kommen die Fische, die auf dem Sand sind, nehmen sich ein bisschen. Es hat scheint, dass man die ein bisschen etwas sieht. Man sieht sie zum Beispiel in der Schnur. Wenn eine Zeit lang nichts ist, dann kann man einfach 2-mal drehen, wie bei der Faulenzer-Taktik. Dann lässt man ihn wieder sinken und lässt ihn einfach mal dort liegen. Nein, nein. So, da wo wir jetzt waren, war vorher noch nichts Großes. Außer der eine Skorpionfisch. Auch wenn der Akku bei 50% ist, sagt sie, es ist zu kalt. Der Akku ist leer. Obwohl das nicht der Fall ist. Nichts der Bucht hier. Ich kann halt nicht mehr als 10 Sekunden sprechen, weil dann die Kamera abschaltet. Weil jetzt geht es noch in die Ebbe, sind aber schon fast komplett wahrscheinlich. Da hat wahrscheinlich nicht mehr lange, bis sie wieder wechselt in die Flut. Wenn sie nicht hänger wären.
So, also auch in der Bucht war nichts los. Jetzt gehen wir mal noch an den Hafen. Oh, man muss hier durch den Schnee warten. So, das war's mit Kirkenes. Das Resultat war eher ein bisschen ernüchternd, aber das ist halt so im Winter, vor allem wenn man nicht weiß, was man sucht und auch nicht sehr viel Wissen hat. Trotzdem Spaß gemacht und es war einfach wunderschön.